FIFA. Yo, ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody. Das Video von Weilam, er hat sein Video hochgeladen jetzt. Der Dankkönig kommt zurück und ist wieder da. Wenn man als Teenager zu viele Videospiele spielt, und jetzt hier Minecraft, let's go. Cool. Bildschirmschoner. Hey, ist auch mehr cool, so als Bild, so ein Bildschirmschoner so. Nee, Hintergrund, Bildschirmhintergrund. So einfach so ein Setting von Minecraft so, einfach so still. Auch voll cool. Hey, das ist Video Games Part 2. Das ist der Creeper. Diese Tonleute, ist Ton so leise, so laut? Sag mal Bescheid. Ich glaube, zu leise, eine Weile ist immer sehr leise. In meinem letzten Video habe ich über Videogames in meiner Kindheit geredet. Aber ich bin kein Kind mehr. Innerlich. Und ich kann es euch beweisen, weil ich Jokes verstehe. Seht ihr diesen Statement? Ja, ist schon die was? Erde ist schon 2021 nein, Jahre alt. Nein. Dieser Joke ist ewig alt und zu dumm, um wahr zu sein. Ja. Aber wenn ihr es nicht verstanden habt, habe ich nur eins zu euch zu sagen. Gibt es nicht auch dieses, dass eigentlich, dass wir das Jahr 10.000, 12.000 feiern müssten eigentlich? Weil das die Entstehung der Menschheitsgeschichte ist. Also vor 12.000 Jahren ist, glaube ich, die Menschheit angefangen, sich zu entwickeln. Da hast du ein Video von kurz gesagt, wo die auch gesagt haben, ist eigentlich die Menschheit, unsere aktuellen Kalender müssten eigentlich 12.021 sein. Eigentlich, weil es so lange Menschen schon gibt. Weil eigentlich 2001 heißt ja, 2021 ist ja nur eigentlich nur seit Jesu Geburt und so. So irgend so ein random Cake, der geboren wurde und deswegen zeigen wir da die Jahre. Also eigentlich 12.000 wäre eigentlich ein besseres Jahr, so das wissenschaftliche Jahr. Aber ja, gut. Und ja, die Erde ist nicht so alt, ne? Wisst ihr Bescheid. Die Erde ist schon viel, 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 viel älter. Jedenfalls habe ich noch viel mehr Games durchzugehen, wie Kingdom Hearts 2 oder The Orange Box. Oh, die Orange Box, sehr oder geil. Das. FIFA, was? Es ist schon sehr schwierig, alles einzusortieren, was ich schon mal gezockt habe. Deswegen teile ich es unter Konsolen auf. PlayStation 1. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an viel erinnern, als ein Stapel voller PS1-Spiele. Aber warum haben die CDs nur mit Edding draufgeschriebene Namen? PlayStation 2. Nun, hier wird es ein wenig mehr spannend. Die PS1 habe ich wirklich selten angefasst, weil ich mein Nintendo mehr mochte. Aber die PS2 war was anderes. Mit Lego Star Wars, Shrek, Digimon, WWE. Okay, also ich habe die PS2 gehabt, aber habe es so selten gespielt. So meine erste und einzige Konsole, die ich hatte, die ich mir vom eigenen Geld gekauft habe. Damals noch mit meinem Bruder zusammen gespart und das ganze Ersparnis für eine PlayStation 2 ausgegeben. Das weiß ich noch, das war richtig blöd, weil wir haben dann gewusst, okay, wir haben eine PlayStation 2, aber keine Spiele. Wir müssen für jedes Spiel auch nochmal Geld ausgeben. Wir so, nein, wir haben kein Geld, shit. Sie haben meistens also so Koop-Spiele gekauft, wo wir zusammenspielen können. Da war zum Beispiel Lego Star Wars haben wir auch gehabt, weil wir das zusammenspielen konnten. Aber auch nur den zweiten Teil, 3 bis 6, glaube ich, war das ja. Nee, 4 bis 6, ja. GTA und viele mehr. Die hatten wir alle gar nicht. Wir hatten nur Star Wars. Wir hatten noch so ein cooles Justice League Spiel, das war auch richtig cool. Aber sonst, ja. Die Zeit nach der Schule mit Freunden Lego Star Wars, besonders das Pod Race. Die Zeit, wo ich meinen Bruder genervt habe, damit er das eine Shrek-Level für mich zockt, weil es so schwer ist. Die Zeit in GTA, wo ich das gemacht habe. Oh ja, ich habe früher, da gibt es auch andere Spiele noch, also ich habe Lego Insel gespielt früher und da war ein Level, das konnte ich nie machen, nie gecheckt. Und habe ich immer gesagt, mein Bruder soll das machen, das ist immer hingekriegt, so, der hat immer den Biss dafür gehabt, das durchzuspielen, das war auch funny. Ja, manche Spiele, da habe ich meinen Bruder mal machen lassen, ich habe es nie gerafft. Und es gab sogar, das war richtig schlau, beim Spiel, so eine Art Kopierschutz, dass du das Spiel nicht weiterspielen konntest an einem gewissen Punkt. Weil du dann theoretisch das Handbuch fürs Spiel bräuchtest. Weil im Handbuch stand drin, wie du das Rätsel löst. Nur ohne Handbuch konntest du es nicht lösen. Wenn du das Spiel halt gecrackt hast, wie auch immer, dann konntest du das Rätsel nicht lösen. Das heißt, konntest du nicht weiterspielen. Natürlich gab es später halt Cracks, die dieses Rätsel dann halt rausgelöscht haben. Dann konntest du halt direkt weitermachen so. Aber das war damals Day of the Tentacle. Das war, als ich es gespielt habe, schon sehr, sehr alt. Deswegen, da gab es auch kein Internet. Gab es auch noch nicht. Deswegen konnte ich nicht googeln. Ne? Also, es war damals eine richtig wilde Zeit so. Das war richtig Computerschutz Next Level genommen. Fand ich cool. Also, es waren auch keine wirklich gecrackt, weil. Wir hatten das auf einer Diskette gehabt. Und kann man Disketten kopieren? Weiß ich gar nicht. Konnte man das machen? Keine Ahnung. Ich habe so einen Kumpel ausgeliehen damals. Ich habe aber ohne Handbuch, ne? Deswegen konnte ich nicht fertig spielen. Also auf Diskette sogar noch Spiele damals drauf. Das waren wilde Zeiten. Kannst nicht spielen dann. Kingdom Hearts 2. Es war einer meiner Lieblingsspiele. Es war zwar mein erster Teil der Kingdom Hearts Reihe. Ich meine, es gab zu der Zeit nur zwei. Inklusive das Game Boy Advance Spiel. Kingdom Hearts nie gespielt. Eines Tages mit meiner Familie in Hongkong. Oh mein Gott, Sohn, entscheide dich. Wir sind schon 4 Stunden hier. Warte, diese Entscheidung sollte man nicht verharmlosen. Aber bezüglich deiner Sorge mit der Zeit. Ich habe nichts verstanden, denn Englisch stand nicht zur Verfügung. Ja, perfekt. Auf Japanisch. Und viel. Und für die Leute, die es nicht wissen,
Ich war zu faul, um Chinesisch zu lernen. Ein anderes besonderes Game war Okami. Bis heute ist es einer der schönsten visuellen Spiele. Man spielt den japanischen Sonnengott in Form eines Hundes. Und man musste seinen Pinsel benutzen, um die Welt zu retten. Oh, man braucht eine Brücke. Oh, die Dame brauchte eine Sonne, um ihre Wäsche zu trocknen. Okay. Und natürlich haben wir auch gefightet. Damit. Dude, was soll das? Mein T-Shirt... Und bis heute weiß ich nicht, warum dieses Game nicht beliebter war. Ape Escape 3. Man spielt entweder ein Junge oder ein Mädchen und musste Affen fangen mit vielen verschiedenen Gadgets und Formen. Also ich glaube, ich habe schon mal dieses Origami-Spiel gespielt, aber gesehen. Auf Twitch sogar, glaube ich, aber ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich liebe immer solche Games, wo man viele Waffen hat, die man sich über die Zeit freischaltet und sich jeder anders spielt. Die Welten hatten noch extrem Variety, wie Mittelalter, Japanisch, Wild West, futuristisch. Und das Beste war, für jede Welt gab es noch eine besondere Form. Ein Ninja, ein Karatemeister, ein Knight, ein Affe. To be honest, ich verstehe nicht, wie die Rabbits so beliebt geworden sind, denn die Affen hätten es viel mehr verdient. Es gab sogar ein Crossover mit Metal Gear. Echt? Das hat den richtigen Spotlight verdient! Der Affen so hart. Man, wenn ich drüber nach... Also okay. Also, ich habe Metal Gear auch nicht gespielt damals. Ich habe kein einziges Metal Gear gespielt. Es gibt so viele Spiele rein, wo ich nicht mal einen Fuß reingesetzt habe, die alle feiern, wirklich. Gut, viele. Fallen mir jetzt gerade ein paar ein. FIFA. Denk, waren die PS2-Games echt was anderes? Ich persönlich war immer mehr der Fan von Digimon als Pokémon. Nee, Digimon. Die hatten bessere Musik, eine bessere Serie. Das Einzige, was ich Pokémon geben kann, sind die Games. Aber Digimon hatte ein, zwei Spiele, die besser waren. Wie Digimon World 4. Ja, bei Digimon, ich habe Digimon beim Kumpel mal zugeschaut. Und da war es immer so merkwürdig, wann sich die entwickeln. Weil du musst die irgendwie lieb haben, musst die füttern. Und ab einem gewissen Punkt entwickelt die sich. War komplett komisch, komplett strange. Bei Pokémon weißt du genau, das Level erreicht, es entwickelt sich, fertig, ja. Und bei Digimon war es immer so weird. Ein unmöglich schwieriges Game, dass ich nicht mal zu Level 2 kam. Und ein Smash-Klon. Wait, vielleicht waren die Games noch nicht so gut. PC Master Race. Nun, das ist die Zeit, wo ich angefangen habe mit MMORPGs wie Flife. Oh, Flife. Oh mein Gott, ich war Flife-Suchti. Oh mein Gott, habe ich schon oft erzählt, glaube ich. Ich habe Flife damals so hart gesuchtet. Ich habe damals sogar auch, während ich im Schwimmtraining war, einen Stein auf die Tastatur gelegt, dass das Spiel weiterspielt, während ich beim Schwimmtraining bin. Das war wilde Zeiten, du. Wilde Zeiten. War Level 80er BP, hießen die damals, den Charakter. So einen hatte ich. Mit so einem Handschuh auch. Ihr wisst ja schon gar nicht, was ich meine, aber ich war das eine. Fiesta Story. Und oh boy, habe ich mich nicht getraut zu sagen, wie alt ich bin. Ich war smart genug, um zu wissen, dass jeder im Durchschnitt älter ist und keiner mit einem 11-Jährigen abhängen will. Deswegen habe ich die Games fast ausschließlich alleine gespielt. Well, ich hatte trotzdem Spaß. Ein Jahr später habe ich dann ein Spiel entdeckt von dem berühmten... Oh, das war richtig cool. Die Orange Box. Mega geile Spiele, wirklich. Orange Box ist richtig cool. Ich weiß nicht, was ich mir mit 12 gedacht habe, Left 4 Dead 2 zu Weihnachten zu wünschen, aber ich habe es getan. Und hell yeah, ich war scared, das alleine zu spielen. Ich habe mir sofort Panik bekommen und extreme Schweißausbrüche. God damn it. Left 4 Dead war nicht meins. So. Aber die Orange Box, was da noch drin war, also Half-Life 1 habe ich auch noch gespielt sogar, aber jetzt nachträglich viele Jahre später. Ich habe Half-Life 2 gespielt, Episode 1, Episode 2, Portal. Alles geile Spiele, wirklich. Zwei genannten Fortsetzungen, aber okay. Portal 1 und 2, alles nice Spiele, wirklich mega geil, Leute. Eins im Chat, wenn ihr mindestens eins von diesen Teilen kennt. Ich hätte Bock, mal eine Umfrage zu machen, ob ihr überhaupt die Spiele überhaupt kennt. Ich will wissen, weil für den Stream wäre das auch Bock. Ich habe die schon mal auf Stream gespielt, im Stream, aber das war mein allererster Stream auf Twitch. Fun Fact, mein allererster Stream auf Twitch war ein Let's Play zu Half-Life. Ich will das Spiel nicht mehr spielen, aber das ist mein Weihnachtsgeschenk. Was mich gepackt hat, war Team Fortress 2. Ihr wisst, das originale Overwatch. Team Fortress 2 war ein Wochenende umsonst und danach habe ich es mir gewünscht. Und dann habe ich 1524 Stunden meines Lebens gewünscht. Alles klar. Das war schön. Ich glaube, es ist unmöglich, dass ich jemals wieder so viele Stunden reinstecke in ein Game. League of Legends. Na cool, kurz wieder auf jeden Fall feiere ich und wieder viel über meine Vergangenheit labern können. Ist bei Weilem ist es so cool, weil man kann da voll gut mitreden so drüber, über seine alten Erlebnisse und so. Und die Abstimmung, ach so, was kam da raus? Gar nichts. Die merkt gar nichts von den ganzen, die merkt gar nichts davon. Portal Half-Life, oh mein Gott. Leute, wenn ihr Zeit habt, ne, spielt Half-Life 2. Mega. Und Portal auch. Portal 1, 2, am besten den ersten Teil auch schon spielen, den zweiten Teil auch dann hinterher. Richtig cool. Kann man, ist auch günstig irgendwie, keine Ahnung, 10 € für alle beiden Spiele oder so, keine Ahnung. Wenn ihr weiter direkt zu unserem Weilem haben wollt, ne, Daumen hoch da lassen, kommt gerne auf Twitch vorbei. Ich bin jeden Abend live, 19 Uhr. Kommt rein, Alter. Nice. Yo, ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.